Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play Anschluss 3. Jetzt ist schon wieder so ein bisschen Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe und die letzte Folge hochgeladen habe, aber heute will ich einfach mal ein paar mehr Folgen am Stück aufnehmen, damit ihr für die nächste Zeit auch ordentlich was anschauen könnt. Es ist gerade der letzte Spieltag der Hinrunde zu Ende gegangen. Wir starten also jetzt in die Winterpause mit einer harten Konditionswoche. Wie wir sehen, ist die Frische relativ hoch, aber die Kondition dafür relativ niedrig. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das in den nächsten Wochen ausbalancieren können, dass beide Werte sich irgendwie die Waage halten und keiner zu sehr in den Keller geht. Und kurzfristig diese Woche steht gar nichts an, langfristig erstmal auch nichts. Das möchte ich allerdings noch ändern, denn es ist Dezember, es ist der 17.12. Was steht also an? Eine so erfolgreichen Hinrunde? Richtig, eine Weihnachtsfeier. Vielleicht diesen Dienstag. Süßer die Glocken nie klingen. Ein besinnlicher Abend, aber voller Stolz über das in diesem Jahr Geleistete. Das kann man genauso sagen. Viel Lob für ein erfolgreiches Jahr. El Shaarawy wird von Inter Mailand verpflichtet und knapp 45 Millionen Euro gehen dann nach Rom. Also eine ganze Menge Geld. In der Liga spielen wir noch lange, lange, lange nicht mit, auch wenn unser Kontostand im Moment sehr, sehr gut aussieht. Gucken wir mal, was wir denn für nächstes Jahr so verpflichten können, wenn wir weiter solche Einnahmen haben, können wir sicherlich mit dem Gehaltsbudget noch ordentlich nach oben gehen. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, falls es mal nicht so gut läuft wie jetzt, dass wir dann nicht am Mannschaftskader direkt wieder pleite gehen. Das wäre etwas schlecht, also einen Kaderkosten. Jetzt werden die Nationalkader berechnet. Wir haben weiterhin 4 Nationalspieler. Und hier ist die Transferliste. Ich glaube, bei Tusa hatten wir schon mal geschaut, ob er uns weiterbringen würde im defensiven Mittelfeld. Vermutlich sowieso nicht. Denn im defensiven Mittelfeld sind wir im Moment relativ stark besetzt mit Geis, mit Veska, Perdedai und Neuhaus. Perdedai, der allerdings zum Saisonende den Verein verlässt. Aber 2 Zehner und einen Neuner brauche ich auf jeden Fall nicht auf dieser Position. Gut, nach einer Woche Pause könnten wir jetzt mal schauen. Jetzt eine brutale und danach eine harte Konditionswoche. Wir sollten auf jeden Fall noch eine Woche ins Trainingslager fahren. Das würde ich zum quasi Trainingsstart wieder machen. Von Mittwoch, dem 3. Schauen wir mal, wo wir hinfahren können. Nicht auf die Bahamas. Und dann tatsächlich würde ich lieber eher Kondition bolzen. Aber da wo es nicht vielleicht ein bisschen langweilig wird, nach St. Pauli muss auch nicht sein. Das Neuaxer Trainingszentrum in Gütersloh muss auch nicht sein. Warum eigentlich nicht? Sportschule in Holland. Gibt nur Mineralwasser, aber immerhin einen großen grinsenden Ball, warum nicht? Und da bleiben wir mal ein bisschen über eine Woche, von Mittwoch bis Donnerstag. Und wenn ich mir jetzt noch einen Trainingsplan anschaue, ich sollte auf jeden Fall hier in einer der Wochen Regeneration einplanen, vielleicht Woche 29 hier, wir haben jetzt Woche 26. Das hier ist, steht glücklicherweise auch hier, 29 genau. Dann könnten wir bei unserem momentanen Kontostand sicherlich sowas nicht geplant. Noch einmal ins Trainingslager fahren. Fahren wir doch mal von Montag bis ein paar Tage auf jeden Fall in die Algarve zum Entspannen. Das sollte so ganz gut klappen. Und während der ganzen Zeit würde ich gerne aber noch ein oder zwei Freundschaftsspiele einplanen. Zum Beispiel am Freitag, den 29.12. kurz vor Neujahr. Gegen Deportivo La Coruña, das wäre doch mal was. Ein namhafter Gegner. Dann vielleicht noch während des Trainingslagers in Holland. Am Samstag gegen das Derby gegen die Bayern muss nicht sein, unbedingt. Spielen wir nochmal gegen Fortuna Köln. Und dann schauen wir erstmal, wie sich das aussieht. Dann können wir uns noch weitere Spiele ansetzen. Nächstes Pflichtspiel ist das erste Hinrundenspiel gegen den Hamburger SV. Wales schlägt Deutschland nicht, sondern da steht 3:3. Ich hatte ein 3:1 gelesen.
Bosnien-Herzegowina, England 1-1, Ungarn, Italien 2-5, Spanien, Kroatien 5-2. Das ist der zweite Spieltag der EM-Qualifikation. Und jetzt findet das Spiel statt gegen Deportivo La Coruña. Die schlechter sind als wir momentan. Ich würde tatsächlich mal die Spieler mit den wenigsten Einsätzen hier aufstellen, dass die mal ein bisschen Spielzeit kriegen. Da wäre gerne auch unseren Ersatz-Torhüter Meier. Ich meine, 26.000 Zuschauer. Wir scheinen schon wieder ein großer Name zu sein im internationalen Fußball. Böhne schlägt die Ecke, Mugosa springt der Ball ins Knie und von dort ins Tor. Das tut seinem Selbstvertrauen hoffentlich gut. Eckball von der rechten Seite, Hornfang schlägt den Ball auf den langen Pfosten, aber Reutner erklärt. Sehr gut. Bisher wenig zu meckern. Wie üblich bei Freundschaftsspielen werde ich gar nichts sagen. Cabral sieht gelb, weil seine Hand angeschossen wurde. Und wir könnten jetzt mal ein bisschen wechseln. Cox kann für Mauersberger kommen. Heinrich geht auf links, Klaassen bleibt rechts, geht raus, Arnautovic kommt auf links. So rum, also Heinrich geht auf das andere links, also rechts. Und gut. Freistoß für La Coruña. Sydney läuft an. Meier springt, aber er erreicht den Ball nicht mehr. Tor. Und Sydney legt noch einen drauf. Aber jetzt Perdedai mit einem Einwurf von der rechten Seite. Nein, von der linken Seite. Rechts und links. Ha. Cabral klärt so oder so. In England wird Pokal gespielt. Und in Italien wird das Viertelfinale des Pokals ausgelost. Das Spiel treffen Empoli auf Sampdoria Genua, SSC Neapel auf Juventus Turin, Florenz auf den FC Genua und Cagliari Calcio auf AS Rom. Weitere Torhüter brauchen wir nicht und ich würde auch tatsächlich erstmal abwarten. Melem hatten wir uns schon einmal angeschaut, der ist keine richtige Verstärkung momentan. Ich will erstmal abwarten, was die Auf-und-Ab-Wertung in unserem Kader so bringen. Florian Neuhaus hat sich in der Eigenschaft Zweikampf verbessert. Das ist sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was er jetzt danach lernen könnte. Ich würde sagen, Spielübersicht ist gut für einen defensiven Mittelfeldspieler. Lernen noch nicht zu viele andere Spieler. Das hilft. Schiri Fred Graham hat eine teure Scheidung hinter sich und könnte in Geldnöten sein. Jetzt haben wir keine schwarzen Kassen angelegt, deswegen ist das relativ egal. Wir lassen jetzt mal die frischesten Spieler spielen. Das sind Geis und Fernandes unter anderem. Ranocchia, das senkt nicht meine komplette erste Elf mit ein paar Ausnahmen. Aber nun gut, so soll es dann halt sein. Ich würde das Ganze trotzdem noch um ein paar Nummer 2, Nummer 3 Spieler ergänzen. Zum Beispiel von Strandberg rein. Aigner auf rechts, der durchaus ein bisschen Motivation gebrauchen könnte. Oskar Viana auf links, der Form gebrauchen kann. Der bleibt sowieso für die nächsten Freundschaftsspiele einfach mal im Kader. Und steht und spielt durch. Mugosa in Ordnung. Gajicek ist auch nicht unbedingt sinnvoll, dass er eingesetzt wird. Probieren wir es mal so. Kusi Kwame trifft direkt für die Gastgeber zum 1-0 in der 5. Minute. Und Daniel Yang eine Minute später zum 2-0. Das läuft gar nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Fernandes überläuft zwei Gegenspieler. Drei. Denkt nach rechts, nimmt den Ball mit, will zurück ins rechte Mittelfeld spielen, bleibt im Boden hängen und der Ball trudelt ins Aus. Moment, da war jetzt mal eine Torchance für uns. Aber weiter die Fortuna aus Köln am Drücker. Domenech erreicht einen schwierigen Schuss und kann auch den Nachschuss sichern.
Direkter Freistoß für Fortuna Köln. Der Ball rutscht irgendwie durch die Mauer, kommt gefährlich aufs rechte Eck, aber Donomesch hält sicher. Puh, sieht noch nicht so gut aus, aber wie üblich, ich sage nichts. Wittek schöpft den Ball, spielt erstmal zurück. Geis kann den Ball ungestört führen, spielt ihn dann nach vorne. Wittek schirmt den Ball mit dem Rücken zum Tor ab. Toller Schuss aus der Drehung, weit über das Tor. Wie kann denn ein toller Schuss weit übers Tor gehen? Nun gut. Ferro klärt zur Ecke, aus dem Nichts. Wittek spielt den Ball hinter das Tor. Gut. Kann Heinrich zufällig auch Linksverteidiger spielen? Nein, aber Rechtsverteidiger. Ich hätte es natürlich auch hier sehen können. Shackle kann Linksverteidiger spielen. Und dann bringen wir ihn nochmal. Und Varela für Vitorini, auch in Ordnung. Ganso für Fernandes. So kann es bleiben. Philippe Oscarviana hat einen Wadenkrampf. Da muss er jetzt erstmal durch. Ein paar Minuten. Und jetzt kann Heinrich kommen, der zwischenzeitlich Flanken gelernt hat. Das wird uns sicherlich in der nächsten Woche gleich auftauchen. Als Ereignis. Noch eine gelbe Karte wegen einer Prügelei. Und wir verlieren das Spiel sang- und klanglos mit 0:2. Gut, war nur ein Freundschaftsspiel. Kann passieren. John Obi Mikel habe ich gerade auf der Transferliste gesehen. Marquisio ist auf der Transferliste. Ansonsten Angel Correa, aber auch nur mittleres Talent hat. Gut. Moritz Heinrich verbessert sich in Flanken, wie bereits angekündigt. Gut, für diese Woche hatte ich angekündigt. Kondition ist ganz gut weiter dabei. Bei 69, leichtes Konditionstraining ist weiterhin gut. Dass wir nochmal gucken wollen, ob wir ein weiteres Freundschaftsspiel machen. Ich schau mal kurz, ob es nicht stattdessen vielleicht sinnvoller wäre, nochmal eine brutale Konditionswoche einzulegen und dann in der nächsten Woche vielleicht doch lieber ein Freundschaftsspiel, wenn wir aus dem Urlaub, hätte ich fast gesagt, aus dem harten Trainingslager zurück sind, einzulegen. Zum Beispiel gegen Werder Bremen, Einnahmenteilung. Heimspiel. Gucken wir doch mal. Gar nicht so schlecht. Das wäre mal wieder ein echter Härtetest gegen einen Erstligisten. Oscarviana hat sich in der Form nicht verschlechtert. Immerhin schon mal was. Runde 2 des nationalen Pokals in England. Das lese ich nicht alles vor. Ihr kennt das ja inzwischen. Gut. Soweit zu dieser Woche spielen wir nicht. Das war natürlich schon diese Woche. Nur es ist jetzt nach dem Trainingslager. Okay. Viana spielt, das ist keine Frage. Dragowski kann mal wieder ins Tor. Ansonsten Eigner auf rechts. Das kann eigentlich so bleiben, würde ich sagen. Hier muss nicht viel getan werden. Ich würde aber Bifuma gerne statt Rebama reinbringen. Und gucken, wie das Ganze dann jetzt so ausgeht. Florian Kainz trifft in der 6. Minute. Das gefällt mir nicht. Aber Hosina trifft in der 20. zum Ausgleich. Janier hat freie Schussbahn seit der Distanzschutz. Dragowski boxt den Ball zur Ecke. Allerdings wäre der Ball vorbeigegangen. Nun gut, unnötige Ecke. Dragowski fängt den Ball ab und macht seinen Fehler wieder wett. Freistoß für 1860. Wittek läuft an, der Experte für Freistöße. Und zimmert ihn ins Tor. Junosevic bringt den Ball unter Kontrolle, legt vor dem Schaffung quer. Heirovic kontrolliert den Ball, spielt nach links. Kainz legt den Ball nach links zurück, sprintet Richtung Eckfahne. Ulises Garcia spielt den Ball hoch Richtung Eckfahne, aber den Ball kann niemand mehr erreichen. Abschluss. Gut. Ich werde einmal Hosina loben. Und der freut sich über die anerkennenden Worte. Ansonsten sage ich mal wieder nichts. Eckball von der linken Seite, Wittek spielt kurz zu Hosina, der flankt auf den kurzen Pfosten, aber Sané köpft zur erneuten Ecke. Wittek zieht den Ball hart in den 5-Meter-Raum, Bifuma kommt irgendwie mit dem Kopf an den Ball, lenkt ihn genau aufs Eck,
Wolf schaut verblüfft zu und der Ball landet im Netz. Beide meine Stürmer treffen. Das ist sehr, sehr gut. Ein bisschen Selbstvertrauen kann den beiden nur gut tun. Gut. Eigner macht sich nicht besonders gut. Dafür kann Heinrich dann auf rechts. Geis macht sich auch nicht besonders gut. Dann kann Wesker rein. Chance für Bremen. Der Ball landet aber im Seitenaus. Ja, Oskar Viana hat einen Wadenkrampf. Mit seiner Kondition ist es immer noch nicht so wahnsinnig weit her, obwohl er jetzt mitten im Konditionstraining mitmacht, seit ein paar Wochen. Und deswegen erlöse ich ihn mal. Und dieses Spiel gewinnen wir. Jetzt die Auf- und Abwehr. 31% Chance für Domenech, der aber sein Maximaltalent schon erreicht hatte. 46% für Dragowski, aber auch er hat nur mittleres Talent, deswegen allerhöchsten starke 10. Meier verbessert sich auf 6 und sogar 7. Das sind 2 starke Punkte auf einmal, das ist sehr gut. Jetzt müsste ich ihn nochmal einsetzen, dass er nicht am Ende der Saison wieder abgewertet wird wegen Anzahl Einsätze. Mausberger bleibt auf seiner 5. Rodney wird ebenfalls 5er. Ranocchia, 40% Chance auf 11 zu kommen. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht wieder abgewertet wird. Wird er aber immerhin haben wir weiterhin einen 10er Verteidiger. Sehr gut. Shackle erstmal auf 9 und jetzt hoffen wir, dass er nicht 8er wird. Nein, er bleibt 9er, das ist sehr gut. Der 35-Jährige, unser Methusalem. Strandberg wird leider nicht aufgewertet. Jetzt bei Pete Cox dürfte es eine große Chance geben, dass er zum 10er wird. Er versiebt es aber. Bleibt 9er. Schade. Bönisch hat die Chance, zum 4er zu werden. Und die Zita, 25% Chance genutzt. Das ist schade. Wittek mit 10er ist aber durch sein kleines Talent leider maximal 9er. Stojkovic hat nochmal die Chance, auf 7 aufgewertet zu werden. Nutzt sie nicht und war auch nicht besonders groß. Vitorini, starke 10. Und durch sein Talent bleibt er auf starke 10. Sehr schön, Vitorini jetzt 10er. Varela wird deswegen vermutlich, wenn er jetzt nicht noch die 20% Chance nutzt, die er nutzt, sehr schön, auch zum 10er. Damit 2 10er Rechtsverteidiger, das ist ein Luxusproblem. Eigner wird leider zum 7er gewertet, deswegen wird er seinen Stammplatz jetzt endgültig verlieren. Zumal Andrade auf 9 aufgewertet wird oder sogar auf 10. Leider hat er nur kleines Talent, bleibt deswegen 9er, aber immerhin einen starken Punkt gewonnen. Klaassen verändert sich nicht. Moritz Heinrich könnte vielleicht noch aufgewertet werden zum 10er. Genau das wird er, sehr schön. Und macht jetzt Arnautovic Konkurrenz, der allerdings hier auf 11 aufgewertet wird. Aber nur mittleres Talent, deswegen maximal 10er. Auch mit der linken Mittelfeldposition, deswegen... Luxusproblem. Viana wird leider erst auf 4 abgewertet und dann erst auf 5 wieder aufgewertet. Das ist ein bisschen schade. 5er wäre jetzt schon besser gewesen. Neuhaus wird aufgewertet. Auf Stärke 8. Wesker, starke 10. Welches Talent hat der Mann? Spielt keine Rolle. 10er wird er auf jeden Fall. Sehr gut. Spielt natürlich doch eine Rolle, aber okay. Jetzt Aicicek. Wird, das kann man jetzt schon sagen, ein ewiges Talent bleiben. Fernandes richtig gut in Form. 62% Chance. Nochmal 25. Es ist egal, mehr als 11er kann der Mann sowieso nicht werden. Ganso wird 10er, das gefällt mir sehr, sehr gut. Riebermann auch super in Form, 10er. Aber leider, mehr als 9er kann er nicht werden mit seinem kleinen Talent. Mugosa bleibt gleich stark, Hosina wird auf 10 aufgewertet. Aber auch er hat nur kleines Talent leider. Bifona bleibt erstmal 10er. Und damit ist es auch durch. Insgesamt gemischt, viele meiner... tatsächlichen Ersatzspieler oder Ergänzungsspieler nur wurden abgewertet. Einige wichtige Spieler wurden auch aufgewertet. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit.
Ich denke, in der nächsten Woche dürfte die Transferliste schließen. Vielleicht ist aber auch noch eine Woche mehr. Jetzt könnte man gucken, ob sich hier bei Melem was getan hat. Der ist inzwischen Achter, richtig. Aber fürs offensive Mittelfeld brauche ich niemanden. Gut, Bifuma ist Zehner. Mittleres Talent hätte auch nicht weiter aufgewertet werden können. Rosina leider auch nur kleines Talent. Schade, der hätte Zehner werden können. Ganso ist jetzt Zehner im offensiven Mittelfeld. Heinrich ist Zehner im linken Mittelfeld. Oscarviana ja leider nur Vierer. Durch seine ganz, ganz schlechte Durchschnittsform aus dem ersten Halbjahr. Da müssen wir im zweiten Halbjahr auf jeden Fall dran arbeiten. Veska ebenfalls Zehner. Nun gut. Für diese Woche steht noch an nichts. Abseitsfalle trainieren, sehr gut. Frische ist immer noch bei 60, das ist hoch genug. Das heißt, wir können jetzt, schauen wir mal, wir sind jetzt bei 71, bei 73 waren wir zum Beginn der Hinrunde. Also die Kondition wird auf jeden Fall bis zum Saisonende reichen, das ist keine Frage. Und die Frische ist auch wirklich im Rahmen, das gefällt mir gut. Jetzt können wir tatsächlich eine Woche lang Abseitsfalle trainieren. In Abseitsfalle haben wir im Moment den Wert 16. Das wird also nochmal ein bisschen stärker hoffentlich. Und dann sieht das Ganze schon ganz gut aus. Medizinische Abteilung, keine Probleme. Alle guten Jugendspieler haben einen Vorvertrag. Hier können wir nochmal gucken, ob es noch welche gibt. Nein, das sind genau die gleichen drei, die wir schon kennen. Eine bittere Steuernachzahlung wird fällig. 200.000 Euro wandern an Vater Staat. Das ist tatsächlich bitter. Eigner hat sich im Training verletzt. Kapselprellung am Knie. Yang Yi Tong Ju wirkt als neuer Spüler in ihrer Jugendmannschaft auf. Mal sehen, ob er auch spielen kann und nicht nur spülen. Quadrado geht von Turin nach Real Madrid. Also zu Real Madrid wäre vielleicht grammatikalisch korrekter. 37,5 Millionen Euro. Weiterhin vier Nationalspieler. Grahovac von Bayern München 2 soll verliehen werden. Und Fries von Nürnberg 2 war der nicht sonderlich interessant. Ich dachte, ich gucke nochmal. Linksverteidiger Juan Bernat wäre am Ende der Saison kostenlos zu haben. Genauso wie Marcos Rojo, der immer ein großes Talent hat. Und wenn ich mir meine Innenverteidigung so angucke, wo ich mit Ranocchia einen Zehner habe und dann zwei Neuner dahinter, aber Shackel sicherlich nicht mehr lange Neuner bleiben wird. Cox dürfte besser werden, würde ich sagen. Freunde, ab nächster Saison könnten wir Marcos Rojo sicherlich für ihn sicherlich Verwendung haben. Termin am Freitag, da schlage ich mit ein. Auf der Linksverteidigerposition habe ich hinter Wittek eigentlich auch kein Backup. Und auch Bernat ist kostenlos zu haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Wittek ist ein ganz, ganz starker Spieler, der enorm viele Tore erzielt auch und viele Tore vorlegt. Der mit der Verpflichtung von Bernat sicherlich seinen Stammplatz verlieren würde. Bernat ist aber auch nur einen Stärkepunkt besser. Vielleicht, ich behalte das jetzt mal im Hinterkopf und gucke jetzt gleich mal noch vor dem Ende der Saison. Vitorini hat sich in Flanken verbessert, das gefällt mir gut. Und gucke jetzt gleich mal, ob ich nicht mit Noraxa, einen Linksverteidiger mit großem Talent, dessen Vertrag ausläuft, Stärke 19, 11 finde. Darf auch 12er sein, aber nein, kein. Auch kein 8er, auch kein 7er. Gibt es überhaupt Linksverteidiger, deren Verträge? Zwei Stück. Ein Vierer, er war ein großes Talent. Und ein Fünfer, ein Kolarov, der sicherlich nicht als Fünfer angefangen hat. Und wenn man als Stärke, wo kann man einen Stärkeverlauf sehen? 10. Als Stärke 10 Spieler.
5-mal abgewertet inzwischen. Okay, in diesem Fall Juan Bernat am Donnerstag die Verhandlung. Okay. Das Ganze machen wir jetzt noch durch. Eingespieltheit liegt bei 16,6, das ist gut. Vitorini, Zweikampf, Flanken, Laufstärke wäre sicherlich ein gutes Attribut. Oder brauchen wir noch einen, der Freistöße kann? Ja. Schnelligkeit, Laufstärke, nehmen wir mal die Laufstärke. Und Heinrich, Flanken. Und was muss er noch können, der gute Mann? Technik dauert ein bisschen lange. Ich würde sagen, mit Schusskraft macht Heinrich auch nichts falsch. Sonst noch Leute, die trainieren sollten? Nein, das gilt. Ascariana hat sich tatsächlich auf Form 10 verbessert, zum ersten Mal diese Saison. Nicht schlecht, nicht schlecht, so kann es bleiben. Was er nicht gewinnt, ist Kondition. Wahrscheinlicherweise lässt sich der Mann zu sehr hängen, oder was genau ist das Problem, wenn wir die ganze Zeit Kondition bolzen und er keine Kondition dazu gewinnt? So, diese Woche haben wir auf ein Freundschaftsspiel verzichtet und dafür stehen jetzt zwei Verhandlungen an. La Coruña. Auch Juan Bernat hat gehört, dass die Stimmung beim kleineren Verein in München die deutlich bessere ist. Starke Zähne. Ich biete mal ein bisschen mehr als La Coruña. 4 Jahre Vertrag, alles in Ordnung. Alle liegen ab sofort. Eine Option für einen muss nicht sein. Nee, ab sofort muss nicht sein. Ab nächster Saison muss sein. Ja, so gut ist die Stimmung dann doch nicht, dass er mein Angebot gut fände. Dann bieten wir doch mal mehr. Klar, wenn er erst ab nächster Saison kommen soll, vielleicht hätte er auch gerne ein kleines Handgeld. Da können wir sicherlich ein bisschen Geld auf den Tisch legen. 200.000 Euro sollten kein Problem sein. Und wenn ich gucke, bei den 10er-Spielern 800.000, 900.000, ja, sieht das Ganze schon. Probieren wir es mal so. Aha, findet er besser, aber Espanyol und Deportivo geben beide ein stark verbessertes Angebot ab. 230, ich gebe mal ein bisschen mehr, aber allzu viel mehr dann auch nicht. Will mich ja nicht völlig arm kaufen hier. Besonders auf einer Position, wo ich mit Wittek ja durchaus einen wirklich guten Spieler habe. Also, er ist nicht wirklich gut. Stärke 9 ist aber völlig ausreichend für mich im Moment. Und da kann ich lieber einen hoffentlich jungen, einigermaßen talentierten Spieler mir zulegen, den ich quasi als Understudy hinter Wittek einsetze. Gut. Und ich glaube, das Ganze hat sich gleich erledigt. Viel mehr bin ich nämlich nicht bereit zu zahlen. Ich könnte nochmal auf 3 Jahre runtergehen. Ab nächster Saison. Probieren wir es so. Nein. Juan Bernat hat keine Lust mehr, mit meinem Verein zu sprechen, da er die halbherzigen Angebote satt hat. Okay. Florian Schubert hat sich auf Stärke 5 verbessert. Sehr gut. Und Marcos Rojo lässt auch seine Freundin, Tante, Schwester, wen auch immer für sich verhandeln. Er selber ist es vermutlich nicht. Hat aber schon viel über die gute Atmosphäre in meinem Club gehört. Gut, noch 1 Jahr Vertrag. Zeitpunkt der Verpflichtung ab nächster Saison, sehr gut. 3 Jahre, dann ist er 31, da dürfte er noch brauchbar sein. Schauen wir mal. Aha, da fließt aber ordentlich Handgeld, deswegen steige ich lieber bei dem, was er kosten soll, ein bisschen höher ein. Also bei dem, was er an Grundgehalt und an Auflaufprämie kosten soll, etwas höher ein. So, das probieren wir einfach mal so. Toulouse gibt ein verbessertes Angebot ab. Gut, das wird jetzt ein Wettbieten zwischen Toulouse und mir. Okay, noch ein bisschen zu schlecht. Na,
Legen wir nochmal einfach ein bisschen Geld drauf. Ein 3-Jahres-Vertrag ist das in Ordnung. Die Option für mich kann ich mir sparen, aber Toulouse ist schon bei der Stammplatzgarantie angekommen. Viel mehr wird da nicht kommen. Ja. Bisschen mehr Grundgehalt. Ja, ein bisschen kommt noch. Und Toulouse steigt auf, aus. Und Markus Rojo wechselt ablösefrei zum TSV 1860 München, also zu uns. Sehr gut. Das sollte die Frage in der Innenverteidigung ein bisschen verschmälern. Wer ist Tabellenführer? Das weiß ich zufällig. Das ist nämlich nicht der FC Bayern, sondern das ist Bayern 04 Leverkusen. Ja, das ist richtig, ja. Der Trainertest. Welcher Superstar wurde bei der WM 1994 des Dopings überführt? Bevor ich die Antworten lese, es war Maradona. Nein, es war nicht Lothar Matthäus. Der war sicherlich nicht gedopt, 94. Romario war es auch nicht. Wie alt war Franz Beckenbauer, als er in der Saison 80-81 noch einmal in die Bundesliga wechselte? 33, 35 oder 38? Ich hätte gesagt 35, aber genau wissen tue ich es nicht. Aber habe ich gut geraten. Welcher deutsche Spieler verschoss 1976 den entscheidenden Elfmeter im Europameisterschaftsendspiel Deutschland-CSSR? War es Franz Beckenbauer? Nein. War es Günter Netzer? Nein. Ja, wer hat ihn denn verschossen? 76 vergessen wir nie. Uli Hoeneß war es. Korrekt, ja. Und zitiert habe ich gerade natürlich das fantastische Lied Bayern hat verloren. Ihr kennt es hoffentlich. Falls nicht, vielleicht kriege ich es hin, das irgendwie hier einzuspielen. Welcher schottische Stürmerstar der 70er Jahre trainiert seit der Saison 97-98 besiegt das Istanbul? Sean Connery ist es nicht, Alex Ferguson ist es auch nicht. Dann bleibt nur John Toshack. Ja, ich aber. Wer schloss mit bislang 6 Treffern die meisten Eigentore in der Bundesliga? Beckenbauer, Casalo oder Manny Kals? Casalo? Nein, es war Manny Kals. Ein Fehlerpunkt. Damit haben wir bestanden. Aha, das war ja mal gar nicht so schlecht. Achtung, in der nächsten Woche schließt die Transferliste. Wenn Sie noch einen Spieler verkaufen oder verpflichten wollen, sollten Sie jetzt handeln. Und John McLaughlin wird befördert auf Level 7. Das freut mich. Damit habe ich 7 weitere Punkte. Ein bisschen auf Verhandlungsgeschick, Motivationsfähigkeit, mehr Trainingsgestaltung, mehr Autorität und Umgang mit jungen Spielern verteilen möchte. Fremdsprachenkenntnisse werden auch irgendwann dazu kommen. Momentan noch nicht notwendig, weil ich ja gerne doch erstmal hier bleiben würde. Nastasic kommt dazu. Hat aber noch 3 Jahre Vertrag. Torhüter brauche ich nicht. Und jemand versucht Ribamar zu verpflichten. Hat noch 1 Jahr Vertrag. Da muss ich mal gucken in den Verhandlungen, wie das aussieht. Ob er direkt verpflichtet werden soll oder erst für die nächste Saison. Ich gucke außerdem nochmal bei Empen. Ach, auch der hat nur kleines Talent. Erwin Hoffer. Transferliste. Bueno. Einen Stürmer brauchen wir noch. Da gucken wir nach Ende der Transferphase mal, was wir für die nächste Saison verpflichten können. Und es steht der 18. Spieltag der Bundesliga an, die Rückrunde beginnt. Und das Ganze sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.